Sehr geehrte Damen und Herren, mein Thema, unser Thema heute ist die Nachhaltigkeit und ich möchte einen ganz kurzen Ritt durch die Nachhaltigkeit mit Ihnen durchführen, denn wir Förster sagen ja immer, wir haben die Nachhaltigkeit erfunden. Aber was haben wir denn eigentlich erfunden? Wir haben eben schon von Herrn Klingbeil gehört, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren stand hier nichts, ja, oder sehr wenig, weil die Leute Holz brauchten. Die Leute brauchten was zum Heizen, zum Bauen. Die haben sich genommen, was sie kriegen konnten. Und irgendwann kam da jemand Schlaues, der hat 1713 gesagt, so geht es nicht weiter. Wir brauchen den Gedanken der Nachhaltigkeit. Wir können nur so viel nutzen, wie uns die Erde gibt. Und da müssen wir jetzt ein System reinbringen. Das war eine reine Flächennachhaltigkeit. Da hat noch niemand was von Klima und von Artenschutz und von Ökologie gehört. Das war eine reine Flächennachhaltigkeit. Aber obwohl der sehr schlau war, der Mensch, kam die Idee nicht gut an, denn eine solche Idee, eine Einschränkung, bedeutet auch immer Einschränkung bei den einfachen Leuten. Die durften nicht mehr alles im Wald rausholen, es musste aufgeforstet werden wieder, es wurden ganze Bauernkriege da geführt und dann springen wir jetzt mal weiter. Also irgendwie haben wir es dann doch geschafft, dass in 200-300 Jahren wieder viel aufgeforstet worden ist und aus der reinen Flächennachhaltigkeit kam dann eine Wertnachhaltigkeit und dann wurde Deutschland mobil gemacht. Und zwar zweimal. Zweimal wurde Deutschland mobil gemacht und das hat eine Menge Holz gekostet. Das hat eine Menge Holz gekostet im Krieg und das hat eine Menge Holz gekostet nach dem Krieg. Denn die Reparationshiebe, die haben dem deutschen Wald und insbesondere auch dem nordrhein-westfälischen Wald sehr zugesetzt. Und in einer solchen Situation haben sich die Leute vor 75 Jahren gefragt, was machen wir denn jetzt? Deutschland lag in Schutt und Trümmern, Deutschland musste aufgebaut werden, die Leute wollten was zum Heizen haben, was nimmt man dann für Baumarten? Dann nimmt man Baumarten, die Bauholz liefern, dann nimmt man Baumarten, die, wir sind hier nicht weit von Bochum entfernt, das Grubenholz hat uns wieder hochgeholt, dann nimmt man Kiefer, dann nimmt man Birke, hat man genommen, wurde für die Steinkohle benutzt. Das waren die Baumarten, die benötigt wurden. Und deswegen ist in dieser Zeit auch so viel mit Fichte aufgeforstet worden. Das können wir heute verurteilen. Wir hätten den Leuten auch vor 75 Jahren sagen können, macht mal halblang, ja, dann friert ihr halt ein bisschen im Winter und ihr bescheidet euch ein bisschen beim Wohnen. Wir machen das alles ein bisschen langsamer. Nee, ja, Deutschland musste wieder aufgebaut werden. Die Fichten waren die Baumarten oder war die Baumart der Wahl. In der Zeit ist übrigens auch der Waldbauernverband entstanden. Und was hatten wir als Logo seit 1947? Die Pflanzfrau. Die Älteren von Ihnen werden noch wissen, dass das das 50-Pfennig-Stück ist. Aber so romantisch wie diese Frau da die Eiche pflanzt, war das sicherlich nicht. Sie haben eben das Bild der Pflanzfrauen, dieser typischen Pflanzfrauen gesehen. Das war eine Knochenarbeit und die haben halt eben nicht überwiegend Eiche gepflanzt. So, die Bäume wuchsen. Deutschland hat als Industrienation kam wirklich groß raus bis zum Waldsterben. Und das Waldsterben hat erstmals dann auch ein neues Element in diesen Nachhaltigkeitsgedanken gebracht. Wir hatten diese Flächennachhaltigkeit, wir hatten die Wertnachhaltigkeit und jetzt kam die ökologische Nachhaltigkeit in die Köpfe der Leute. Die ökologische Nachhaltigkeit als Notwendigkeit zu diesem Nachhaltigkeitsbegriff, der wurde dort erstmals richtig präsent. Wir haben schon eben gehört, das Problem war relativ schnell gelöst, denn die Schornsteine wurden erst höher gemacht und dann gab es die technische Anleitung Luft. Also die Filtertechnologie, Frau Neuerbauer hat es eben schon gesagt, die hat die ganze Waldsterbensdiskussion wieder an den Rand gedrängt. Aber geblieben ist aus dieser Zeit vor allem auch die Versauerung unserer Böden. Das wird manchmal vergessen, dass wir nämlich diese Waldsterbens- oder Waldschadensdiskussion aus den 80er Jahren mitnichten überwunden haben, denn die Versauerung unserer Böden schadet unseren Wäldern und auch der Anpassungsfähigkeit unserer Bäume immer noch. Aber es ist noch was entstanden in diesen 80er Jahren, nämlich die Notwendigkeit, dass wir unsere Wälder ökologischer
auf Veränderungen einstellen müssen, also umbauen müssen. Und dieser Umbauprozess hat begonnen in den 80er Jahren. Aber wir reden hier im Wald von Dimensionen, von zeitlichen Dimensionen. Das ist nicht ein Menschenleben, das sind mehrere Menschenleben. Das heißt, wenn Sie heute sagen, wir bauen den Wald um, dann machen Sie das nicht wie in der Landwirtschaft, alles einmal umpflügen und neu säen. Ja? Dann dauert das Jahrzehnte. Wenn Sie in den 80er Jahren vor einem 40-jährigen Fichtenbestand standen, dann haben Sie nicht gesagt, och, den machen wir jetzt mal platt, da bauen wir jetzt mal ein paar Buchen an. Ja, da haben Sie gesagt, so, und wenn dieser Fichtenbestand, wenn der dann mal geerntet wird oder sukzessive geerntet wird, dann sehen wir mal zu, dass wir den in einen Mischbestand umbauen. Wir stehen heute vor einem ganz anderen Problem und das ist so ein schönes Bild, ist nicht von mir, das ist die Erwärmung. Die Erwärmung, die wir hier bei uns feststellen können, vom Deutschen Wetterdienst gemacht, das habe ich geklaut, also ich habe das nicht selber gemessen, aber die zeigt, wo wir jetzt schon angekommen sind. Das heißt, wir stehen nicht vor dem Klimawandel, wir haben schon das 1,5 Grad Ziel erreicht und es ist eigentlich ganz klar, das ist nicht mehr Wetter, das ist Klima, ja? Und die ersten Verlierer sind die Fichten. Warum? Weil so eine Fichte, die wurzelt relativ flach, ähnlich wie eine Buche, und wenn es dort trocken ist und die Wälder, die Waldböden austrocknen, dann kann die Fichte nicht mehr genug Harz produzieren und dann reicht eine Handvoll Borkenkäfer, um ihr den Garaus zu machen. Eine Handvoll Borkenkäfer reicht, um eine Fichte abzutöten. Und deswegen ist es jetzt gerade so dramatisch, an den Fichten abzulesen, wo wir stehen. Aber auch die Buche, das Erklärvideo, Frau Felter, mache ich später. Wir zeigen gleich nochmal ein kleines Video. Aber auch die Buche, wir haben es eben schon gehört, ist gefährdet. Experten sagen, dass auf 40% unserer Buchenwälder die Buche abgängig ist. Die Buche ist die Baumart unseres Landes, nicht nur unseres Bundeslandes, sondern die Baumart Deutschlands. Wir haben eine Verantwortung für die Buche. Die Buche, wenn wir nichts tun würden, wäre unser Land mit über 90% Buche bestanden. Die Buche war immer oder ist vielleicht auch noch, wo auch immer, eine sehr dominante Baumart, kann sich mit verschiedenen Ansprüchen gut zurechtfinden und verdrängt andere Baumarten. Deswegen haben wir hier einen so idealen, zumindest bisher immer, gehabt, einen idealen Buchenstandort. So, wir haben 300 Jahre mal eben im Schnelldurchgang erlebt und haben gesagt, wir hatten eine Flächennachhaltigkeit, wir hatten eine Wertnachhaltigkeit, wir hatten eine ökologische Nachhaltigkeit, die ist dazu gekommen. Und jetzt ist die Frage, was muss denn die Nachhaltigkeit, was müssen denn unsere Wälder der Zukunft für uns leisten? Was erwarten wir von unseren Wäldern? Das ist so ein kleines Schaubild, das soll zeigen, was so ein Hektar, 100 mal 100 Meter, das ist ein Hektar, was so ein Hektar Wald alles kann oder was der für uns, für die Gesellschaft tagtäglich oder die Zahlen sind auf ein Jahr, erbringt. Das fängt beim Wasserschutz an, sauberes Trinkwasser, 70% unseres Trinkwassers wird vom Wald gefiltert. Wer Wildfleisch mag, also Wildfleisch kommt aus dem Wald in der Regel, Holznutzung, 6 Kubikmeter, das sind Durchschnittswerte, bei Holzzuwachs 10 Kubikmeter im Jahr. Das Cluster Forst und Holz hat einen Umsatz von 27.000 Euro. Millionen. Klimaschutz, Staub- und Rußfilterung. Tagtäglich wird Staub und Ruß gefiltert. Übrigens im Winter auch durch die Nadelbäume. 20 Tonnen Sauerstoffproduktion und über 4 Tonnen CO2-Senke. Wie kommt das? CO2 wird gebunden von den Bäumen, C wird eingelagert in den Holzkörper und Sauerstoff wird wieder freigelassen. Naturschutz, Lebensraum, 4.000 bis 14.000 Pflanzen und Tierarten leben in so einem Hektar Wald. 20 Kubikmeter Totholz haben wir im Moment im Durchschnitt, wahrscheinlich ist es jetzt mehr.
Und wen wundert's, das Durchschnittsalter liegt bei nur 75 Jahren. Vor 75 Jahren wurde vieles wieder aufgeforstet. Aber ich will vor allen Dingen jetzt den Fokus legen auf die CO2-Senke, denn wir sind ja hier im Klimawandel und wir wollen wissen, was der neue Aspekt der Nachhaltigkeit, nämlich die Klimanachhaltigkeit, was der für Ansprüche an unseren Wald stellt. Was ist das hier? Das ist ein einfaches Schaubild, das zeigt, diese türkise Linie ist eine Douglasie im Verlauf ihres Wachstums. Die braune Linie ist eine Buche im Lauf ihres Wachstums. Alles so durchschnittliche Verhältnisse, keine Extremverhältnisse. Hier unten ist die Jahreslinie. Sie sehen also, eine Douglasie fängt schon in der Jugend an, richtig Gas zu geben, hat einen unglaublichen Zuwachs und schwächt dann wieder ab. Und im Alter von so 80 wird sie meistens geerntet zu Bauholz. Noch 3 Minuten. Jo. Und das gleiche Modell, dem gleichen Zuwachsmodell oder der Zuwachskurve folgt auch die Buche im Prinzip. Wie sieht es aber aus, wenn wir das Ganze akkumulieren? Immer vorausgesetzt, das ist ein durchforsteter Wald, und zwar ein ganz normal durchforsteter Wald, keine Extremdurchforstung. Der Vorrat im Alter 100 liegt bei einer Buche bei 130 Festmetern, alles Durchschnittswerte, und bei einer Douglasie bei 330. Selbst im Alter 50 hat eine Buche 50 Festmeter, eine Douglasie 130. Wollen wir jetzt auf die Buche verzichten und nur noch Douglasien anpflanzen? Das ist sicherlich der falsche Weg. Aber, um nochmal auf unser Klimamodell zurückzukommen, bei allen Lösungen, die Sie formulieren, die Sie finden, die wir fordern müssen, müssen wir immer an alle Waldfunktionen, an alle gesellschaftlichen Funktionen denken, die der Wald für uns erfüllen soll, erfüllen muss. Es ist klar, dass der Klimawandel voranschreitet. Es ist klar, dass wir es mit Extremereignissen von Wärme in Zukunft häufiger zu tun bekommen. Auch Extremereignisse wie Stürme und Niederschläge werden künftig zunehmen, auch im Sommer. Vielleicht wissen Sie alle noch, was ELA alles umgeworfen hat im Sommer. Und wir werden es mit häufigeren Dürreperioden zu tun haben. Das heißt, unsere Herausforderung liegt darin, dass wir unsere Wälder erhalten müssen und dass wir diese Nachhaltigkeit in allen Aspekten erhalten. Das heißt, wir brauchen dringend auch eine CO2-Senke durch den Zuwachs unserer Bäume. Wir brauchen dringend auch die CO2-Senke in der Substitution unserer Holzprodukte. Jeder Rohstoff, der durch Holz ersetzt werden kann, wir leben in einem Betonland, ist klimaschädlich. Beton, Stahl, Aluminium, wir haben eben den Hambacher Forst gesehen, Kohle, Öl sind klimaschädlich. Dort, wo diese Rohstoffe durch Holz ersetzt werden können, tun wir was fürs Klima. Bewirtschaftung im Inland. Der Holzbedarf in Deutschland, den können wir nicht negieren. Wenn wir sagen, wir nutzen jetzt nicht mehr oder nicht mehr so viel oder überlegen erst mal später zu nutzen, dann werden wir Holz importieren. Holz der kurzen Wege ist aber Klimaschutz pur. Holzimporte schädigen das Klima. Das bedeutet, wir brauchen Baumarten. Heimische Baumarten müssen wir, wo es geht, erhalten. Wir haben eine Verantwortung für unseren Buchenstandort und für unseren Eichenstandort. Wir haben aber auch eine Verantwortung, die anderen Funktionen des Waldes zu erfüllen, und dafür brauchen wir Nadelholz. Und jetzt gehe ich schon langsam weg. Jeder
anders. 5% Stilllegung in Deutschland bedeutet, was den Holzbedarf angeht, eine Kahlschlagfläche, zum Beispiel in Sibirien, von der Größe Deutschlands. Das heißt, wir müssen bei allen Handlungen, die wir durchführen, bei allen Forderungen, die wir formulieren, müssen wir die Auswirkungen bedenken. Wir haben vorhin die schönen Hallenbestände aus Mecklenburg-Vorpommern gesehen. Toll, ich war auch schon da. Solange die Hallenbestände wachsen, solange unten dunkel ist, das ist für einen Wasserhaushalt sicherlich toll, aber die Artenvielfalt ist dort geringer als in einem durchforsteten Wald. Wir dürfen nicht eins mit dem anderen ausspielen. Wir müssen für alles Raum haben. Es ist erforderlich, dass wir für alle Funktionen des Waldes in unseren Wäldern Raum lassen.